Liebe Freunde, da sind wir wieder und ihr seht es, der Pixel knallt mich wieder ab. Wie immer offscreen, jedes Mal. Während die Aufnahme läuft, so wie jetzt, macht er immer einen auf lieb, aber dann schießt er einfach auf mich. Weißt du, ich stehe hier ganz harmlos rum. Die Leute wissen, ich bin nicht lieb. Ja, stimmt, du schießt auch immer auf Tiere. Richtig. Guckt ihn euch doch mal an mit ohne seiner... Ohne viele Geschnacke seiner gehen wir jetzt direkt rein. Machen wir? Machen wir. Ja, sicher. Oh, hier können wir anscheinend irgendwo vielleicht hoch. Aber ich glaube, wir stehen uns jetzt beide ein bisschen im Weg. Ich komme hier gerade näher ganz so als. Komm schon. Komm, versuch du es. Ich warte draußen. Jo, jetzt geht's. An einer Stelle an der Wand einfach mit. An der Wand einfach mit Kreis hochziehen. Und der böse Mann findet den Punkt nicht. Ja, rechts genau da. Ah, da. Ja. Ist aber auch eine kleine Lücke nur gewesen. Ah. Ja, und dann in diesem Rotlichtmilieu. Okay, das Notsignal ist da vorne und anscheinend wieder irgendwelche Störsender, wie es aussieht. Isaac hat uns ja schon gesagt, unser Funksignal ist unterbrochen. Okay. Der Strom ist aus. War's wohl. System unterbrochen. Oh. Gegner neutralisieren. Wir können auch keine Fähigkeiten einsetzen. Wow. Stromschlag gekriegt. Ich auch, ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Aber ich sehe auch irgendwie gerade gar nichts. Mensch. Jetzt ist gleich die ganze Hütte hier. Der steht direkt da hinter uns, ne? Mhm. Ey, jetzt beweg dich doch. Komm schon. Alles in Ordnung, Agent? Der Kontakt war unterbrochen. Was zur Hölle ist hier passiert? Seine biometrischen Daten. Seine letzten Stunden waren nicht schön. Ich schicke ein Team los, das ihn holt. Was Sie betrifft, Agent, ich bin froh, dass Sie noch leben. Belassen wir es dabei. Okay, YouTube. Leute, falls ihr euch fragt, was hier gerade abgegangen ist, keine Ahnung. Ich weiß es. Breakdance. Naja, Disco Disco Party Party. Aber... Strategic Homeland Division Agent Andrew Edwards identifiziert. Ergänzende Informationen. Eingetragener Wohnsitz, Belmont Hills, Pennsylvania. Zeit bei der Division, 1 Jahr, 6 Monate, 7 Tage. Registrierte Angehörige. Caroline Edwards, Ehefrau, Status verstorben. Joseph Edwards, Sohn, Status verstorben. Holly Edwards, Tochter, Status verstorben. Unbekannt. Hm. Das sah gerade eher ein bisschen aus wie so eine Halluzination. Ja. Und dann sagt uns auch noch Isaac hier, dass er froh, dass sie noch leben. Belassen wir es dabei. Irgendwas ist doch da, was die uns verschweigen, oder? Ja, aber der Typ, der war auch aber richtig krass. Alter. Der hat das drauf gehabt. Ja, aber ich sag halt, wir sind auch nicht die Guten. Wir sind 100% die Bösen. So wie die Regierung immer die Bösen ist. Ich glaube auch, also dass da noch irgendwie mehr dahinter steckt. So, True Sons und die Hyena sind eigentlich die Guten. Ja gut, das glaube ich. Die ganze Zeit um. Das glaube ich nicht bei den Sprachnachrichten, die wir von denen aufgenommen haben. Müssen sich ja auch irgendwie helfen. Ja, aber ne, Unschuldige zu Tode quälen und sowas, Zivilisten. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass irgendwas mit der Division, mit der Regierung nicht stimmt.
Das glaube ich auch nicht. So, ist der Ausgang. Hier kommen wir wieder nur hoch. Ja, aber hier ist der Ausgang. Echt? Ja. Hier sind wir auch reingekommen. Ah. Oh Mann, das war creepy. Keine Angst, ich bin noch bei dir. Sollen wir mal das Stufe 15 Gebiet da machen? Ja, lass uns mal da rein. Komm, dann reisen wir mal zum Tresorraum oben links überm Weißen Haus. Von da aus in Stufe 15 Gebiet. Weiße Haus. Trollpunkt. Schnellreise bei mir nicht möglich. Warum ist die bei dir nicht möglich? Weil ich gerade angegriffen werde. Ah, scheiße. Und ich bin schon weg. Und. Nee, alles gut, jetzt hat's geklappt. Da war nur wieder so eine Schlägerbraut. Tschüssi. Die ein bisschen Spaß wollte. Ich bin echt sehr gespannt, was hier noch so storytechnisch passiert. Was wir da noch so aufdecken werden. Ja, aber wenn du guckst, obwohl wir jeden Tag eigentlich spielen, was aufnehmen, sind wir eigentlich echt noch nicht weit, ne? Nee, aber dafür haben wir aber auch schon eine Unmenge an Nebenmissionen gemacht. Na, das stimmt auch wieder. Nebeneinsätze, Kontrollpunkte und du siehst ja bei unseren Vorteilen, du kannst hier übrigens wieder plündern. Uhu, da ist irgendwas Ledernes für mich. Nice. Du siehst übrigens ja auch bei, unseren Vorteilen, die wir da auswählen können. Wir haben nur noch alles für Stufe 30. Ja, und das stimmt auch wieder. Sonst nichts mehr. Was habe ich denn da jetzt gerade gekriegt, Schönes? Aha. Direkt auch nochmal ein bisschen bessere Ausrüstung angelegt. Na komm. Tatsächlich zwar ein bisschen auf Verringerung des Cooldowns, aber egal. Oh, das sieht jetzt so richtig schön scheiße aus. Die rosa Knarren und die tarnfarbene Camouflage-Schutzweste. Ach, du stehst dort drauf. Ja, ich würde auch voll gerne so Schlangenlederstiefel dazu nehmen. Beeindruckende Waffe. Ich glaube, ich habe noch welche im Schrank. Auch schön, ich komme hier gerade raus, da sagt mir der Typ, beeindruckende Waffe haben sie da. Ja, du stehst auf meine rosa Knarre, ne? Ein Running Gag. Man weiß nie, was so im Dunkeln lauert. Gar nichts. Wie immer im neuen Gebiet erst das Safe House klar machen, dann kriegen wir nämlich wieder angezeigt, ja, wo die Technologien und sowas sind. Auf jeden Fall. Und wieder ein paar Expertenpunkte. Bis wir da unser Level 30 erreicht haben. Ist auch nicht mehr so lange. Da sind wir doch, Downtown West. Am Arsch, Schlägerbraut. Granate. So ein Granatwerfer ist schon nicht schlecht. Komm, zeig euch. So. Oh. Jetzt kriegst du. Frisch! Ganz schön frisch! So, können wir direkt mal hier die Propaganda-Scheiße unterbrechen. Wo kommen sie? Hinter mir.
Bang, Baby. Und jetzt kommen sie von der anderen Seite. Ja. Sollte es, ne. Ich setze den Vorgang mal fort. Ja. Vorgang fortgesetzt. Ja, ich glaube, jetzt kommt die. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Aber ich bin jetzt unser Gruppenleiter. Okay, verstehe ich nicht. Also, ich sehe aber auch gerade. Ach, da hinten kommen sie. Zum Gruppenleiter befördert. Okay. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ja, jetzt habe ich nämlich auch die Meldung gekriegt, dass du zum Gruppenleiter befördert wurdest. Ja, vielen Dank. Ja, gerne doch. Deine Zeit ist gekommen. Immer noch den Bereich sichern. Irgendwas lebt doch hier noch. Jetzt müssen wir. Müssen wir echt den einen Typen da noch den killen? Einen hier hinten. Boah. Kontrollpunkt in der Nähe. Schnapp ich mir dann von hier oben. Elektronisches Gerät erkannt. Hier ist noch ein elektronisches Gerät. Ja, ich bin unterwegs. Auf die Fertigstellung. Das ist unglaublich, was hier passiert. Du bist einmal um die Ecke, ne? Ich hatte hier nämlich auch noch einen. Ja, ich bin ganz normal hier, wo wir gerade lang gegangen sind. Okay, ich komme in deine Richtung. Ich bin anscheinend noch ein bisschen. Den LKW einfach hoch. Ja, ach, hier da, der LKW alles auch. Klar. Gut, dann gucken wir doch mal auf der Karte, wo das Safehouse ist. Okay. Oh, das Scharfschützengewehr schon wieder, ey. Anscheinend nirgendwo, ich sehe nur den Kontrollpunkt. Na gut, dann schnappen wir uns halt den Kontrollpunkt. Sieht aus, als wäre hier auch eigentlich Hyena-Gebiet. Naja, egal. Ja, wo sind sie? Gute Frage. Ach, scheiß drauf, komm, wir holen uns den Kontrollpunkt. Okay. Hast mich überzeugt, obwohl ich eigentlich der Führer bin. Also unser Gruppenführer. Nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht. Ich habe schon festgestellt, du bist eh der schlimmste Rassist von allen. Ne, sicher, deshalb ist meine Frau Türkin, ne? Ja, genau deswegen. Aber wo denn? Also irgendwie fühle ich mich in so einem Gebiet ohne Kontrollpunkt auch. Oh. Echt ein bisschen unwohl. Die haben wir schon mal. Wow, 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 wow. Jetzt greifen die wieder von allen Seiten an, ne?
irgendwo ein ferngesteuertes Auto gewesen. Ja. War genau vor mir. War noch geschafft. Zeigt dir alles rot an, ne? Ha. Ja, aber ein bisschen weiter weg. Schauen. Zeig dich. Da ist es doch gut, wenn man jetzt ein Scharfschützengewehr hat. Was du auch hast. Einmal auf. Ja, sicher. Man rüstet das eben einmal auf. Markiert seinen Kopf. Okay, irgendwas, irgendwie hassen die sich hier auch gegenseitig weg. Würde ich auch tun. Geh schon rein, verdammt! Und wieder zurück zu meiner Gruppe. Oh yeah. Damit hat er nicht gerechnet. Der Hygiene-Kontrollpunkt. Okay, pass auf, ich gehe ein bisschen näher hier hin. Du kletterst hoch, ja, ich okay. Bin auch noch nicht so weit. Ja, warte einen Moment, ich kann gleich erst mein Geschütz aufstellen. Ja. Stell das Geschütz auf und dann rufe ich die Alliierten. Also, okay. Naja, noch nicht, ich brauche noch einen Moment. Nee, nee, alles gut. Weil da warte ich tatsächlich auch die Cooldown ab, denn das gibt wieder Kampf mit einem fetten Boss. Aber ach, eigentlich können wir ruhig starten, dann ist mein Geschütz gleich mitten im Kampf ready, oder? Okay. So, erledigt. Mein Gott, die Schlägerbräute immer. Ich weiß nicht, was deren Problem ist. Verdammte Junkies halt. Das Schöne ist, wenn die da hochrennen, um dich anzugreifen, beziehungsweise aus ihrer Deckung kommen, sind die total frei für mich. Ja, die konzentrieren sich gerade alle auf mich. Zeig dich doch. Wow. Jetzt übertreibt er das mit seiner Granaten, ne? Die werden mich nicht kommen sehen. Oh, es kommt her. Ja, da kommen jetzt hinter uns welche. Sich nähernde Feinde erkannt. Jo, ich komm hoch. Da tauschen wir doch mal die Position. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ja, dann Verteidiger, kämpft mit.
Laber nicht und schieße. Da lohnt sich doch wieder mein Scharfschützengewehr. Zack, aufgerüstet. Irgendwie kommt nichts, ich glaube, das ist so da. Ja. Nee, da kommt was. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Sicher verstecke ich mich. Oh, warte, hinter mir sind welche. Mist, ich bin runtergefallen. Mist. Okay. Da wollte ich nicht hin. Zack. Ich komme wieder hoch zu dir. Jetzt muss ich die Waffe schnell wieder tauschen. Nahkampf ist schlecht. Ach, die sind da drin. Das zerstören die nicht auch noch. Ich hab ihn. Bei mir ist es nicht. Puh, letztes Fetzelchen Energie. Kümmert sich so jetzt um das Gerät. Wo läuft der hin? Der hoch? Ja, der ist schon hier. Ja, da ist er. Boni, mach ihn platt. Keiner mehr übrig. Nice. Fick. Ich will ja nicht angeben, aber das lief ganz gut, würde ich sagen. Das war schön. Ja, keiner ist gestorben. So, lieber Kontrollpunkt-Officer. Hey. Machen Sie ein paar Arschlöcher für mich platt, ja? Hast du gefunden? Nee, aber ich wollte dem Officer hier was spenden, aber der Idiot will noch nicht mit mir sprechen. Achso, ich dachte, du hast den Raum gefunden. Raum der Wünsche. Nein, nein. Danke. Aber der scheint oben zu sein. Hab ich gerne gemacht. Laut Karte. Nix haben. Ich will, dass das Gebiet gut bewacht wird. Karte sagt, der ist hier oben. Hier ist er doch. Wer nicht will, der hat schon. Doch, jetzt kann ich was spenden. Kannst du alles haben, ich bin nämlich voll. So, hier oben gab es für mich jetzt anscheinend Handschuhe im Sonderangebot. Und eine Hyena-Kiste, die ich aufgemacht habe. Ja. Quasi einfach nur die Treppe hoch dann. Danke, Agent. Wir werden Verwendung dafür finden. Ich glaube, du kannst nichts mehr spenden. Eins von jedem. Ja, reicht doch. Zack. Das reicht. Dicke. Ach, nur. Mist. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier Schönes gefunden haben. Okay, mehr Lebensenergie durch Kills und mehr Rüstung. NMG-Schaden, NMG-Schaden. Plus 109, plus 139, ja.
Oh yeah. Oh, eine High-End-doppelläufige Schrotflinte. 8,2k Schaden. 8,2? Respekt. Mhm. Ich sag mal, für den Nahkampf, wenn so eine Schlägerbraut kommt, optimal. Ja, also damit machst du die auf jeden Fall fertig. In High-End, in Gelb. Also ich krieg irgendwie nur Scharfschützengewehre. Dafür habe ich einen Arsch voll Schrotflinten. Kann ich einfach nichts mit anfangen. Bin ich total unnötig. Magazin 30. Hätte ich nur Zahnseide. Der alte Zahnseide. Wartet mal! Der Rewe hat noch geöffnet. Muss ich den Typ gleich mal sagen. Ja, wirklich. Aber es scheint mir so, als wäre hier, als würden wir das Safehouse wahrscheinlich nur durch Zufall finden in dem Gebiet. Ja, aber auch jetzt, muss ich sagen, haben wir die Zeit schon wieder erreicht, um zu sagen, es war schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich will aber noch lasst nicht aufhören. Lasst ein Like da. Ein Dislike da. Ein Comment. Ein Abo, die Glocke, irgendwas. Instagram. Sucht es euch aus. Genau, auf Instagram. Was ihr auch immer wollt. Derzeit prügeln wir beide uns hier noch so ein bisschen. Verabschieden uns mit einem Tüdelü. Und mit einem Schnickschnackschnuck. Tüdelü. Okay. Ja, Droni zeigt, dass ich gewinne. Oh. Alter, machst du jetzt die Geste? Uah. Papier. Verdammt. Stein, hab gewonnen. Kopfschuss. Okay, du hast fair gewonnen. Bis dahin, Tüdelü.